Wow. Boah, wir sind vergiftet worden. Also ja, die können mit ihren Stäben auch vergiften. Was ich fast schon ein bisschen gemein finde. So, hier ist nichts außer der Weg zurück. Das heißt, wir müssen jetzt da runter. Aber bevor ich da runter gehe, das ist nämlich eine garstige Stelle, da benutze ich mal lieber die Zauberbarriere, um mich besser zu schützen. Genau. Macht das nämlich dank der Zauberbarriere fast keinen Schaden mehr. Genau. So, und jetzt stirb. Gut. Zwei geplünderte Truhen. Eine ungeplünderte. Die hat die finstere Kugel, also das, was die immer auf mich abfeuern dabei. Es wird auch langsam mal Zeit, dass ich euch Zauber vorlese, denke ich mal. Aber beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit den Zaubern aus Olakiel. Zauberei des Abgrunds. Entdeckt von einem Olakiel-Zauberer am Rande des Wahnsinns. Sie feuert eine riesige finstere Kugel. Im Gegensatz zur Standard-Sehenzauberei ist die Zauberei des Abgrunds gewichtig und fügt körperlichen Schaden zu. Vielleicht neigen menschliche Seelen aufgrund ihrer Menschlichkeit zu greifbarer Präsenz. toller Spruch. Okay, hier ist nichts. Hier haben wir die beiden getötet. Hier sind zwei leere Kisten und die, wo wir gerade die Zauberei drin gefunden haben. Und hier gibt es noch was. Nämlich einen Magier, der einfach nicht aggressiv ist. Okay, ich nehme es zurück. Der gibt uns die Verzeihungsmaske. Das ist auch ein Gebrauchsgegenstand. Soweit ich das weiß. Aber der ist weiter oben. In dem Baum geschnitzte Gravur Verzeihung. Eine von Goff in Gefangenschaft aus einem Urbaum geschnitzte Maske. In jede Schnitzerei legte Goff eine Emotion, was ihm dabei half, seine persönliche Erleuchtung zu erlangen. Wenn die Maske in ihrer Ruhe gestört wird, spricht sie und drückt die Emotion, die in ihr liegt, aus. Diese Maske sagt Verzeihung. Erkennst du die Reue in ihren Augen? Ein bisschen. Sieht aus wie ein traurig guckender Sichelmond. So. Gut, damit haben wir diesen optionalen Abschnitt hier aufgeräumt. Wir können hier noch rausgucken, aber hier gibt es, soweit ich weiß, nichts mehr. Nö, hier können wir nur zu dem Magier gucken, den wir gerade getötet haben. Und hier geht es in den Abgrund. Also hoch und zurück. Raus aus diesem Gebiet. Wow. Bin ich hier jetzt? Nein, hier bin ich falsch. Wir müssen nämlich eine Treppe nach oben. Das ist nämlich die Treppe hier. So. Hier können wir uns noch mal kurz umgucken. Hier gibt es aber, soweit ich es in Erinnerung habe, auch nichts mehr. Außer den Gegenstand da drüben. Hier können wir einfach rüberlatschen. Und ja, wenn man hier reinguckt, sieht man die Truhe auch und dürfte vielleicht noch eher drauf kommen, dass da das ein Secret ist, was übrigens nur mit Licht zu öffnen ist. So. Hier rüber und dann geht's weiter. Dummdi-dummdi-dai. Ja. Die Typen sind hier alle vom Abyss besessen gewesen und so furchtbar mutiert. Das waren nämlich, glaube ich, mal alles Bewohner von Olakiel. Magier, die sich zu sehr der Finsternis und Bürger, die sich zu sehr der Finsternis verschrieben haben. Wow, das war knapp. Vorsichtig sein hier. So, und hier haben wir die erste Mimik. Hinter die stellen wir uns einfach mal dahinter. So. Drei Schläge und sie ist tot. Und die hat für uns die sehr gute Maske. Also auch eine von Goffs Masken. Und den Weg weiter. Also ja, hier geht es jetzt definitiv wirklich weiter.
Erstmal ist hier einer um die Ecke. So. One-Hit-Kill. Der zeigt sogar auf uns. Wow. Wow. Also ja, wenn wir von diesem Zauber getroffen werden, ist das nicht so toll. Ich gehe mal wieder hier hoch. Heil mich mal kurz. So. Und schieß ihn weg. So. Gut. Nochmal heilen. Aber jetzt kommt der ungemütliche Teil der Stadt, also der richtig ungemütliche. In dem wir richtig aufpassen müssen. Dass wir nicht sterben, weil sonst müssen wir den ganzen Weg nochmal gehen. Also einfach hier rüber, erst einmal. Toten Magier begrüßen. Und da drin sieht man schon, fangen die Gegner an zu leuchten, weil sie im Dunkeln noch stärker werden. So. Und hier definitiv aufpassen, weil hier stürzen sich gern mal von oben die Gegner runter. So. Und sie sind hier sogar noch aggressiver als na komm. Genau dich da meinte ich. Die sind hier noch aggressiver als die im Licht. Und Abfall. Falls man den ersten Abfall nicht gefunden hat, findet man ihn hier definitiv. So, locken wir mal einen an. Ich sagte, wir locken einen an. Ja, hallo. So, dieses Mal haben wir aber getroffen. Und da kommt er auch schon angerannt. Hoffe ich mal, dass er jetzt endlich mal angerannt kommt. Dort unten haben wir übrigens noch einen Magier und noch einen von der Sorte. So. So, kriegen wir euch da unten überhaupt ins Visier? Ja, kriegen wir. Können wir hier auch durchschießen? Ja. So. Komm du mal her. Genau. Den Magier kriege ich leider von hier aus nicht. Da bin ich zu weit hinten. Da ist mir eine Säule im Weg. Hier würde ich ihn kriegen. So vielleicht. So, ja. Einer der letzten Magier, die uns im Weg stehen. Die Jungs da oben müssen wir auch irgendwann mal noch anlocken. Und ja, man sieht, hier sind ganz viele von denen. Deswegen locken wir sie einfach vorsichtig mal an. Und es müsste sogar noch ein Magier dort sein. So, erster weg. Noch einer. Der Magier, genau, der tummelt sich da oben. Noch. Komm. Puss, puss. So, genau. Komm, ich treffe dich. So, ja. Hab dich getroffen und jetzt kommst du schön her. Komm. Hey, wir haben sogar eine Menschlichkeit erhalten. So, letzter.
Dann fehlt nur noch der Magier da oben. Na komm her, häng da nicht fest. Na kaum hole ich meinen Bogen raus, kommt er angerannt. Ja, während die anderen beiden da oben dumm lachen. So. Weg mit dir. Und jetzt müsste noch der Magier hier oben runterkommen. Ich habe was tapsen gehört hinter mir. Ha, du triffst mich doch nicht, weil du deinen Zauber irgendwo ins Leere verschickst. So, aber ich treffe dich. So. Das können wir runterschießen. Da ist noch eine Hexerei, finsterer Nebel. Also ja, ich sag Hexerei dazu, auch wenn sie im ersten Teil noch Zauber sind. Also unter Zauber fallen, und zwar die eigentlich ziemlich mächtige Zauber sogar sind. So. Können wir jetzt hier die obere Ebene ein bisschen abschnüffeln. Hier sind auf jeden Fall noch zwei Gegner, die wir irgendwie anlocken müssen. Hier ist noch einer. So, kommt der eine von hinten? Nein, da kommt noch keiner von hinten. Ja, lach du nur wie eine Hexe. Wo bist du denn? Da bist du. Ja, komm her. Ich schieße dir mal in den Kopf. Und nochmal. Und noch ein drittes Mal. So. Weg mit dem. Ja, hier oben können wir noch ein bisschen rumturnen und Sachen finden. Vor allen Dingen wichtige Sachen. Wow. Aber aufpassen dabei, weil wir auch runterfallen können. Dummdi-dummdi da, ja. So, wieder hier hoch. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Das ist nämlich einer der schwierigen Sprünge hier. Der zweite schwierige wird da auf dem Balkon sein. Nämlich da drüben hin. Ah, der wird lustig. So, aber erstmal wollen wir hier rüber irgendwie. Da müssen wir so schräg springen. So, genau. Und jetzt aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Das können wir nämlich zwischen den Streben. So, du bist keine Mimik, soweit ich weiß. Du hast nur einen roten Brocken. Hier ist nichts. Hier ist, soweit ich weiß, nur ein leerer Raum. Hier versteckten sich nämlich die beiden Kerle, die von oben runtergesprungen sind. So. Einmal kurz wieder hier runterhopsen, weil jetzt geht es nämlich da drüben rauf. Und das kann etwas schmerzhafter sein, als man erwartet. So, einfach wieder hier hoch. Da wäre es mir fast schon lieb, wenn ich Sturzkontrolle hätte. Aber selbst wenn ich daneben springe, müsste ich es gerade so überleben. Wo? Genau, ich habe es geschafft. So, jetzt erstmal den hier erledigen. So. Plündern, der hat wieder eine große Scherbe. Und jetzt die Mimik hier töten. So, bis sie aufgestanden ist, haben wir sie umgenutzt. Und die hat für uns den Wappenschlüssel. Ja. Verbogener Wappenschlüssel.
Die Kerben des Wappens sind verwunschen und die Tür mit einem mächtigen Zauber versiegelt. Jo. So.